Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FAQ bzw. damit verbunden der Road to Division 1 hier auf dem Kanal. Wir sind wieder am Start, neue Episode ist etwas länger her und heute habe ich wieder richtig interessante Fragen. Ich muss vorproduzieren, dementsprechend ist das Ganze heute mal wieder ein bisschen hektisch, aber ich hoffe, dass ich es einigermaßen hinbekomme. Wir haben heute zwei Spiele, ich weiß nicht genau mit welchen Teams, denn ich muss das gerade machen und das mal angucken, weil ich nebenbei rendern muss und nur weiß, wie lang die Videos sind. Also danach muss ich mich beurteilen, bzw. danach muss ich mich richten. Ich glaube aber, sie sind mit, nein, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, mit wem sie sind. Oder? Habe ich eine Ahnung? Ich glaube, das eine ist mit Zenit. Eins müsste mit Zenit und eins mit Napoli sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall spiele ich in der nächsten Episode mit den jeweiligen Gegnern. Also immer der letzte Gegner ist dann mein Team für die nächste Episode. Ich glaube, ich setze das auch so weiter fort, weil das finde ich eigentlich ganz interessant, weil so switchen wir mal durch und wenn dann irgendwie das gleiche Team wie schon mal dran kam, dann nehme ich eins, was vorgeschlagen wurde oder so. Irgendwie sowas in den Dreh. Ich darf nicht so lange reden, weil ich muss viele Fragen beantworten. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Link in der Videobeschreibung zu Raindrun, Instagram, Facebook, Twitter und Amazon. Einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Bock drauf habt. Und damit kommen wir jetzt zu den ersten Fragen. Und die erste Frage kommt von, ja, Steven und der fragt, bist du zufrieden mit der Anzahl deiner Abos? Momentan steigt es ja wieder einigermaßen, ich bin über den 40.000, dafür auf jeden Fall Dankeschön und in gewisser Weise freue ich mich ehrlich gesagt schon, dass ich so groß geworden bin, in Anführungsstrichen, natürlich ist es jetzt nicht mehr so groß mit 40.000, es gibt deutlich größere, mittlerweile sind die Abozahlen ja viel gigantischer, aber trotzdem muss man sich vorstellen, 40.000 Leute, die mich kennen, vielleicht mehr, die mich kennen, 40.000, die mich abonniert haben, das ist schon ziemlich geil, das fühlt sich wirklich gut an, ich bin jedem Einzelnen wirklich dankbar dafür, ich freue mich, dass ihr die Videos so aktiv verfolgt und so weiter und so fort. Aber wenn man so vergleicht, natürlich, man wünscht sich immer mehr. Es geht immer mehr, man will immer mehr haben und so sieht es auch bei mir aus. Ich will mich stetig weiterentwickeln, immer mehr dazu bekommen. Das wäre schon ganz schön, wenn ich jetzt nicht nur auf dem Level bleibe, sondern immer weiter wachsen werde. So, mein Lieblingsspiel, beziehungsweise mein Spiel, auf dem ich mich am meisten freue, in FIFA 16, ist relativ schwer. Ich freue mich ehrlich gesagt extrem auf Ajimas Tour, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade für den Karrieremodus. Und für Ultimate Team weiß ich es ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich da sagen soll. Vielleicht Memphis Depay, ich glaube, der wird richtig krass werden. Karesma, na, weiß nicht, wenn er jetzt in der türkischen Liga ist, ob er einen Downgrade bekommt. Ich hoffe ja nicht. Die rüstet die allgemein momentan auf. Habe mich auch jemand gefragt, wie ich das finde. Habe ich jetzt nicht mit reingenommen, aber finde ich auf jeden Fall krass und gut an sich auch, weil es interessanter wird. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Man muss abwarten, so von den, weil diese Werte sind ja noch nicht raus, die Ratings und die Karten. Aber von den Predictions her finde ich Konoplyanka auch schon ziemlich krass. Müssen wir mal abwarten, aber wird auf jeden Fall ein ziemlich nices Spiel hoffentlich werden. Wer ist mein Hassspieler in Realität? Das ist so eine gewisse Sache. Ich hasse ja Victor Ibarbo. Das liegt einfach daran, dass er mir in FIFA so unfassbar auf den Sack geht, auch der Hype um ihn. Allerdings ist der in Realität, ich habe nicht wirklich jeweils was von ihm gesehen, außer bei der WM, von daher kann ich das nicht wirklich sagen. Ich mag wirklich, also ganz weit unten ist Luis Suarez, der ist wirklich ganz weit unten bei mir, der steht schon fast auf dem Boden. La Soga kann ich wirklich auch überhaupt nicht leiden, das wissen ja auch viele von euch, den mochte ich ja schon bei Hertha nicht so gerne und bei Hamburg, gerade weil der Typ so unfassbar, naja, egal. Ja, Hassspieler. Leo Bittencourt, nein, wurde auch gefragt, habe ich ja schon was zu gesagt, genug, denke ich mal. Ich kann es nicht wirklich sagen, aber Suarez auf jeden Fall und La Soga, das sind so die, die ganz weit unten sind auf jeden Fall. So, von welchem Spieler wirst du dir als nächstes ein Trikot holen? Ich spiele mit dem Gedanken mir, auch wenn es natürlich momentan auch extrem teuer ist, aber das ist mir ehrlich gesagt, naja, ein bisschen egal, aber ich will nicht mehr so viel Geld raushauen momentan. Ich will sparen, ich bin ein sehr sparsamer Mensch, nicht nur in Ultimate Team, sondern auch in Realität. Merkt euch das, sparen ist gut, teilweise zumindest, auch wenn man sich ab und zu mal was gönnen sollte. Ich gönne mir mal ziemlich viel momentan und ich mag es auch einfach, deswegen wird es schwierig, mir kein Trikot zu kaufen, aber wenn, spiele ich mit dem Gedanken, mir eins von Uwe Bech zu holen. Erdinsch war auch kurz in der Verlosung, genauso wie Benchop, aber ich glaube, Bech ist so mein Favorit momentan, oder Bech, wie immer ausgesprochen wird. Also wenn, dann könnte es gut sein, dass ich mir von dem eins hole, oder ich lasse mir erstmal gar nichts hinten drauf machen und warte ab, wie so die Saison verläuft und lasse mir irgendwann im Winter was drauf flocken. Muss ich mal schauen. So, Karrieremodus realistisch. Nächstes Jahr, was meinst du? Fragt mich Sisu. Ich denke mal, FIFA kannst du nie ganz realistisch machen. Es wird immer so ein Funken dabei bleiben, wo du sagst, oh Gott, es ist halt wirklich FIFA und es ist unrealistisch, aber ich hoffe, dass es von den Transfers und allgemein so ein bisschen auch die Schwierigkeitsgrade sollten angepasst werden, nochmal ein bisschen schwieriger gemacht und noch was Höheres über Legende, weil teilweise ist das doch schon ziemlich einfach und unrealistisch. Bin ich wirklich sehr gespannt, ob das realistisch wird. Ich glaube nicht wirklich dran. Vielleicht ein bisschen realistisch her, aber wirklich realistisch wird FIFA nie sein. Und wer ist der beste Spieler aller Zeiten? Wenn mich das Sisu fragt, dann kann ich die Frage auch damit beantworten. Sinne dienen sie dann. So, das größte Talent momentan auf der Welt, von dem ich glaube, dass es so am talentiertesten irgendwann mal wird, das möchte Timo gerne wissen. Es ist eine relativ schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein großer Fan von Ajimas Tour, habe ich ja schon gerade gesagt, bei Spieler in FIFA 16. Ich glaube, dass Mastur eine Riesenkarriere vor sich haben wird, aber das kann man immer nicht so wirklich vorhersagen. Depay, wenn er an sich arbeitet, beziehungsweise wenn er weiter so hart arbeitet und wenn er weiter so gut Fußball spielt, denke ich mal, dass auch der eine große Karriere vor sich haben wird. Ja, ansonsten kann ich nicht so wirklich vorhersagen.
ist immer relativ schwierig, sowas wirklich zu predikten. Man ist ja immer so ein bisschen die Frage, was bezeichnet man als Talent oder was ist ein Talent noch? Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Aber ich denke mal, Mastur wird auf jeden Fall eine große Karriere vor sich haben. Ødegaard natürlich auch. Das sind so die beiden Namen, die momentan am meisten so kursieren. Und ansonsten, es gibt halt wirklich zu viele Talente. Man kann da meiner Meinung nach nicht so wirklich was sagen. Varane wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein richtig krasser Innenverteidiger werden. Ansonsten müssen wir mal abwarten und schauen, was da noch so kommen wird. Batuhan, nicht Bratuschka. Was soll man das heißen soll? Ich kann ja kein Russisch und ich kann auch kein Türkisch. Aber Batuhan möchte wissen, kommt ein Video mit deiner Freundin, ja, der Urlaubsvlog, den ich ja machen werde. Der wird auf jeden Fall mit dir zusammen sein. Ich muss übrigens mal links rüber gucken wegen der Zeit. Der wird auf jeden Fall mit dir zusammenkommen und der kommt dann, weiß ich noch nicht, irgendwann nach, Mitte August spätestens. Der wird auf jeden Fall mit dir zusammen sein. Der Hamburg-Vlog, ich glaube, den baue ich aber mit in den Urlaubsvlog ein. Also irgendwie sowas mit dem Dreh. Das wird ein Video mit meiner Freundin auf jeden Fall kommen und dann eventuell auch mal FAQ oder sonst was. Keine Ahnung, mal schauen. Ibra oder Suarez werde ich dann noch gefragt als abschließende Frage für diese Episode und ich denke mal, das habe ich gerade schon beantwortet. Ibra ist quasi relativ weit oben, so unter den Top 20 fast schon und Suarez ist so, okay, ganz Hannover ist eigentlich Top 1, also ja, ist schwierig, aber Ibra ist ganz weit oben und Suarez ganz weit unten, das heißt auf jeden Fall Zlatan Ibrahimovic. Gut, das war's von dieser Episode, ich hoffe, es gefallen, wir lassen einen Daumen nach oben da, 1000 Likes ist zu überheblich, oder? Wäre aber auf jeden Fall richtig geil, vielleicht schaffen wir so 700, das wäre ziemlich nice und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, bis dann, ich wünsche mir natürlich wieder einen schönen Urlaub, ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber egal, bis dann, haut rein und ciao.